Hallo alle zusammen, willkommen zu diesem Vlog. Wir gehen jetzt gleich da rein und wir gehen gleich und gucken uns die Wohnung an. Ganz schnell, ich nehme euch mit und dann erzähle ich noch. Ich denke, dass das Haus von außen wirklich, wirklich schön ist. Wir waren drin. Der Vermieter und die Vermieterin können beide Deutsch, weil die lange in Deutschland gelebt haben. Die Maklerin konnte jetzt ein bisschen Englisch, aber wir haben meistens mit den Vermietern geredet. So. Wenn man reingeht, geht es ja erstmal hoch und dann kommt man in diesen offenen Flur. Und dann geht es auf der einen Seite ins Wohnzimmer, das ist super schön groß. Da hat es diese zwei großen Balkone mit diesem tollen Balkon. Und dann hat es da gleich die Küche mit dran, eine Ikea-Küche, okay, aber hey, egal, super viel Platz auf den Ablageflächen, das ist sehr, sehr schön, eigentlich, dachte ich. Und dann gibt es diese drei kleinen Zimmer, ich hätte lieber zwei und ein bisschen größer, aber hey, egal. Und ein Badezimmer, das fand ich sehr, sehr einladend, das Badezimmer, separate Dusche und Wanne, war cool. Nachteile hier. Sehe ich im Grunde nur den einen, es ist kleiner als unsere jetzige Wohnung. Wobei unsere jetzige Wohnung einfach viel zu groß ist. Es ist total absurd. Aber egal, ich denke mir halt, die Katzen sind dann so, weil die sind ja nur drin. Ich will denen jetzt nicht Platz wegnehmen irgendwie. Aber Chris meinte, wir haben hier einen Balkon. Und dann wird es, also wenn das die Wohnung wird, dann haben wir hier einen Balkon. Und dann wird es schon okay sein. Denke ich. Ach. Ja, vielleicht mache ich mir zu viel Kopf. Noch ein Nachteil, die Straße hier, die ist privat. So, da weiß ich nicht, also die ist ja hubbelig. Naja, hinter dem Haus ist ein Garten und dahinter ist eine Straße. Da fahren Autos recht schnell, die könnte laut sein. Aber der Vorteil ist, da dahinter wieder ist die Moldau in tschechischen Vltava. Und da hat es einen Fahrradweg, der sehr, sehr lange einmal in Prag rein und weiter und einmal in die Natur und weiter geht. Und natürlich noch ein Vorteil, der Balkon. Noch ein Vorteil. Wir sehen Tschechien mal von einer anderen Perspektive. Das wäre natürlich auch sehr, sehr schön für uns. So dieses Land, in dem wir sein wollen, einfach von woanders noch betrachten zu können. Ich denke, die Vögel sind der Hammer. Das wäre schon sehr schön. So viele hatten wir nicht in Jablonec. Ja, da ist ein Garten. Das ist auf jeden Fall meiner Meinung nach auch ein Vorteil. Und die Vermieter sprechen Deutsch. Ihr glaubt gar nicht, wie hilfreich das ist. Ihr glaubt gar nicht, wie hilfreich das ist. So, wir hoffen schon, dass es die Wohnung wird. Weil was hier auch noch ein Vorteil ist, ist, da ist so ein kleines Häuschen. Ich zeige es euch gleich noch, wo man die Fahrräder unterstellen kann. Dann müssen wir die nicht mehr hoch und runter schleppen. Und es, ja, einfach, dass die Vermieter Deutsch können, ist so einladend. Und ich hoffe, ich kann euch im nächsten Vlog mehr erzählen. Vielen, vielen Dank fürs Anschauen. Drückt uns die Daumen und wir sehen uns ganz, ganz bald. Tschüss.
weiß nicht, ob ihr diese Vögel hört. Ich höre die Vögel. Hi.